Ich werde jetzt erstmal mit Eco losfahren, weil ich ein kleiner Fockerschisser bin und ich nicht weiß, wie das Ding funktioniert. Ob das Ding mir vielleicht sogar die Haare vom Kopf weht, man weiß es nicht. Peace und herzlich willkommen bei mir auf dem Konol. Heute bin ich mal wieder unterwegs, Focker unterwegs. Ich muss mich bloß gescheit zusammenrichten, weil ich das Mikrofonkabel da so reingeschwurdelt habe. Focker ist heute unterwegs und zwar bin ich heute in Wendelstein. Das ist im Frankenland, hoffe ich, bei der Firma Autohaus Richter und Zech. Richter und Zech, das ist eine alteingesessene Firma, macht normalerweise Nissan, das war früher mal ein Nissan-Händler. Jetzt macht er eigentlich alles, was geht, bestellt auch Autos von sämtlichen Marken und hat sich zusammen mit der Firma Easy Mobility zusammengeschlossen und hat sich jetzt spezialisiert unter anderem auf E-Mobilität. Auto, Motorrad. Man sieht hier schon, ich bin nicht alleine, sondern das ist ein großer Showroom. Die haben alles, was das Elektroherz begehrt. Und meins schlägt höher dadurch, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben wirklich viele Marken da, viele, die ich auch nicht kenne. Vorher noch nie was davon gehört habe. Jetzt werde ich euch ein bisschen was zeigen. Ich bin jetzt ein bisschen schlauer als vorher, das finde ich toll. Der Martin Kipfmüller ist der Geschäftsführer dieser Firma von dem Autohaus Richter und Zech. Und sein Partner von Easy Mobility haben das eben komplett zusammengestellt, haben sich zusammengetan und bringen die E-Mobilität weiter. Jetzt ist es ja so, dass mein Kanal natürlich mit E-Mobilität zu tun hat. Mehr mit Vierradmobilen, also mit E-Autos. Habe aber auch schon ein paar E-Motorrad-Videos gemacht. Und es wird sich jetzt in Zukunft verstärken. Ich habe mit Martin, der hat mir vorgeschlagen, komm vorbei, fahr doch mal alles, was wir da haben und ich werde im Endeffekt alles, was ihr jetzt hier sehen werdet, früher oder später alles mal fahren und testen für euch, um euch auch die Zweiradmobilität näher zu bringen. Gerade in den Diskussionszeiten, wie wir jetzt haben hier mit Motorrad, Verbot, Fahrverboten, auch in Tirol zum Beispiel, E-Motorräder dürfen fahren, ist vielleicht für den einen oder anderen für euch schon mal interessant, ein E-Motorrad zu sehen und auch einmal mitfahren zu dürfen. Hier haben wir die Möglichkeit, alles was man hier sieht, früher oder später mal zu fahren. Die haben immer wieder mal neue Vorführer da und dementsprechend wird es für mich auch ganz interessant werden, was ich euch alles zeigen kann. Heute werde ich euch eine Zero zeigen. Und zwar die DS mit 11 kW. Das heißt, die gilt als 125er. Kann man mit dem A1-Führerschein fahren. Ist das der A1-Führerschein? Den kann man quasi mit dem 125er Führerschein fahren. Und man kann ihn auch rein theoretisch mit dem Autoführerschein fahren, wenn er vor 1980 gemacht worden ist. Die werde ich für euch heute testen. Ich zeige jetzt da natürlich Bilder, werde euch mitnehmen mit der Kamera und werde dann das erste Mal, ich hoffe, das funktioniert mit dem Ton, auch gleichzeitig noch moderieren können und das nicht im Off machen. Sollt ihr es im Off hören, hat es nicht funktioniert. Ja, so, ich zeige euch jetzt ein bisschen was. Was hat alles dastehen? Was wird uns in Zukunft erwarten? Vielleicht werde ich auch mal mit Martin noch ein kleines Wort reden können. Da wird er ein bisschen was über die Firma erzählen. Und dann gibt es natürlich die Zero. Was für ein schöner Sommertag heute. Ich war jetzt im Schatten drin, habe das Video im Schatten gemacht, weil es echt zu warm ist. So, ich werde es dann noch mal genauer zeigen. Aber das ist die Zero. Und zwar hat die auch den 14,4 Kilowattstunden Akku drin. Das heißt, der große Akku. Sie scheint mir ein bisschen kleiner zu sein als die normale DS. Man sieht auch, dass der Akku halt anders verkleidet ist. Der ist nicht so schön verkleidet wie jetzt bei der großen.
Hat auch andere Reifen drauf. Ich zeige es dann nochmal richtig. Mit der anderen Kamera hier mit Zahnriemen und so weiter. Es ist ein kleineres Motorrad. Es ist ja auch eine 125er quasi, die halt jetzt für den Markt erschienen ist, dass Leute eben den fahren können mit dem ja, mit den 125er Führerschein, also 16-Jährige. Die hat 11 kW und ich bin echt gespannt, was diese 11 kW leisten können. Ich weiß, dass diese 11 kW anders fahren wie eine normale 125er. Ich habe ja noch eine 80er daheim, die hat auch 10 PS. Also ich weiß ungefähr, wie ein 125er geht. Das Ding wird anders marschieren. Da bin ich mir sicher. Und ich werde euch jetzt einfach mal mitnehmen. So, sie ist schon mal vom Sitzen her nicht klein. Muss man schon sagen, die ist nicht klein. So, dann werden wir hier mal starten. Jetzt sieht man hier einen grünen, ich weiß nicht, ob ihr das seht, einen grünen Pfeil. Ich werde jetzt erstmal mit Eco losfahren, weil ich ein kleiner Fockerschisser bin und ich nicht weiß, wie das Ding funktioniert. Ob das Ding mir vielleicht sogar die Haare vom Kopf weht, man weiß es nicht. So. Eigentlich alles wie beim Motorrad, ganz normal. Wamplinganlage, Fernlicht, Abblendlicht, Lichthupe, Blinker links, Blinker rechts, Hupe, ja, Hupe auch. Also, geht's mal los. Ich will immer gucken. Ich bin ja schon eh gefahren, also das heißt jetzt nicht, dass ich ein völliger Noob bin beim E-Fahren, aber das ist ja trotzdem jetzt schon 2 Jahre her. Und ja, 2 Jahre her und das ist ja trotzdem jetzt nicht ohne. Also, dann doch aus dem Off. Leider hat der Ton völlig übersteuert, Windgeräusche, ich habe viel zu laut reingeplärrt, obwohl ich es eigentlich nicht machen muss. Naja, das war das erste Mal. Mal schauen, es kann ja nur besser werden. So, also aus dem Off. Ich fahre jetzt hier mit dem sogenannten Eco-Modus. Das heißt, in diesem Modus ist er eigentlich ja sehr eingeschränkt, was die Leistung betrifft. Allerdings ist das, man sieht es hier bei der Beschleunigung von ungefähr 75 auf 100, eigentlich ab 80, möchte ich mal sagen, jeder 125er überlegen. Selbst im Eco-Modus. Er ist ja angeblich dann im Eco-Modus bis 130 quasi offen und dann ab 130 ist er beschränkt oder begrenzt. Und ich denke mal, dass ich kenne jetzt keine, oder ja, vielleicht gibt es es, aber ich selber kenne jetzt keine 125er, die 130 rennt. Und wenn, dann nicht so schnell. Ja, selbst im Eco-Modus ist das Fahrzeug einfach zu fahren wie eine 125er, nur ja, permanent besser. Also die Beschleunigung von unten raus ist ein bisschen langsam, aber dann so ab 50 hat man gesehen, beschleunigt sie eigentlich im Eco-Modus schon sehr, sehr gut. Kommen wir zur Sitzposition. Die Sitzposition ist eigentlich, also ich bin 1,78, das Motorrad ist eigentlich nicht besonders groß, aber ich mit meinen knappen 1,80 sitze eigentlich sehr angenehm drauf. Das heißt, die Köpfung vom Lenker ist so angepasst, dass man schön aufrecht sitzt. Also mir schlafen bei meiner MT-01 grundsätzlich erstmal beide Arme ein nach einer gewissen Zeit. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Man vibrieren tut sie sowieso nicht, aber ich finde die Geometrie sehr, sehr entspannt und angenehm. Auch die Kniewinkel ist eigentlich recht entspannt, sodass man eigentlich auch längere Fahrten damit machen kann, ohne dass einem was wehtut. Also ich bin ein bisschen über 1 Stunde gefahren und ich muss sagen, ich habe nichts gemerkt. Ich habe schon andere Motorräder gehabt, ganz, ganz gewiss, wo man dann wirklich eigentlich das Genick weh dann hat, das Kreuz, die Arme, die Handgelenke, die Knie, keine Ahnung, sind mir dann die Beine eingeschlafen und so weiter. Das ist dann nicht der Fall. Auch der Sattel ist sehr gut. Ich bin ja bekannt für meinen Prinzessinnen-Arsch. Ja, also,
nicht weil er so schön ist, sondern weil er so empfindlich ist. Und auch selbst die Sitzposition oder die Sitzbank von der Zero S habe ich jetzt als sehr angenehm empfunden und kann jetzt so eigentlich jetzt erst einmal nichts Negatives sagen. So, bis dahin bin ich eigentlich mit dem Eco-Modus ganz gut zurechtgekommen, aber man will es natürlich auch ausprobieren und deswegen habe ich jetzt hier den Sportmodus drin. Der Sportmodus, also der Eco-Modus ist ja 11 kW, das ist die Dauerleistung, die er hat, aber in der Spitzenleistung kann er halt 44 kW. So, und das sind über 60 PS und dementsprechend sieht man jetzt hier mal die Beschleunigung. Ich würde mal sagen, anschnallen, es geht los. So, man sieht hier schon, dass das Fahrzeug extrem sehr gut beschleunigt. Von 0 auf 50 geht es noch, da lässt er ein bisschen, ja, ich glaube, dass einfach die Elektronik abregelt, weil er trotzdem 109 Newtonmeter hat und bis 50 Stundenkilometer ist so ein bisschen so ein Gummibandzug ist da, der Effekt. Ab 50 merkt man irgendwie, dass er da die Leistung freien Lauf lässt. Das heißt, die Beschleunigung von 50 an fühlt sich sehr viel stärker an als bis 50. Und ab 80 ist er wirklich, von 80 bis 120 ist er wirklich in einem Modus, der einem wirklich die Arme lang zieht. Wirklich, also unfassbar, wie dieses Motorrad in der 11 Kilowatt Klasse, wie das Motorrad beschleunigt. Ist klar, 44 kW hat er dann, 60 PS und das ist frei ab 16. Das ist natürlich für mich jetzt erst einmal schockierend. Ich bin in meinem Leben schon alles Mögliche gefahren, Harley über 20, oder gute 20 Jahre, Supersportler bin ich schon gefahren, Enduro. Ich habe eigentlich alles schon ein bisschen so durchgefahren und das Motorrad ist jetzt nicht meine erste E, aber meine erste E in der 11 Kilowatt Klasse, also quasi im 16er Führerscheinbereich. Und dafür muss ich sagen, ist erschreckend, wie gut das Teil geht. Ist ja toll, passt wunderbar, ist auch vom Gesetzesgeber so freigegeben. Wie lang? Das wird man sehen. Die Beschleunigung soll sein von 0 auf 100 in 4,4 Sekunden. Ich habe jetzt da grob mal mitgezählt, da glaube ich, der wird so um die 6 Sekunden gewesen sein. Und 0 auf 400 Meter, also so die Viertelmeile, soll es Teil in 14 Sekunden schaffen. Glaube ich jetzt nicht ganz, aber so wird es halt angegeben. Vielleicht ist in Amerika noch ein bisschen offener, ich weiß nicht, hat sie vielleicht mehr Leistung, also ich glaube die 400 Meter schafft sie nicht in 14 Sekunden, weil nach oben hin einfach die Endgeschwindigkeit ausgeht und hier halte ich nochmal an, hinter mir ist keiner, also kein Geschrei und jetzt beschleunige ich nochmal von 0 auf ungefähr 110 und sitze jetzt im Dach und jetzt, also das sind wieder so um die 6 Sekunden und sehr gut ist halt der Durchzug. Durchzug von, ich sage mal, 60 auf 100 sollen 2,2 Sekunden sein. Würde auch nicht ganz halten, ich schätze um die 3 Sekunden. Allerdings ist es auch so, dass meine Frau fährt die CB650R mit 95 PS und die Zero ist, wenn sie langsamer ist, dann nicht viel langsamer. In der Beschleunigung von 0 an, ja, da ist er, der Verbrenner einfach besser beieinander, der zieht von unten aus besser weg. Das hat man bei den großen Zeros nicht. Da druckt es dann sofort rein in den Sitz. Bei der ist halt einfach so, vielleicht trotzdem auch ein bisschen angepasst an die ja, Käuferschicht, dass man sagt, mit 16 hat man trotzdem vielleicht nicht so die Erfahrung und man macht so die Geschwindigkeit von 0 auf 50 ein bisschen, reduziert noch ein bisschen, aber dann ab 50 geht sie wirklich extrem gut vorwärts. Die Beschleunigung ist das eine, der Durchzug ist das andere. Hier sieht man zum Beispiel eine Szene, da fahre ich jetzt grob 90 und fahre auf diesen ja, Transporter auf. Vor mir fährt ein, ja, eine große, ein großes Motorrad, das hat mich kurz vorher überholt. Und man hat halt hier jetzt zum Beispiel, man sieht genau, was der Unterschied ausmacht bei dem Motorrad. Weil, wenn ich jetzt mit einer 125er fahre, ist 90 schon zwar nicht die Endgeschwindigkeit,
aber schon eine Geschwindigkeit, wo man sich das wirklich ein paar Mal überlegt, ob man jetzt wirklich so einen LKW überholt. Denn du brauchst elend lang, dann an so einem LKW vorbeizukommen. Ist klar, ab 90, 95 wird es halt schon schwer mit der 125er. Und jetzt sieht man das, wie der da, das ist jetzt Vollgas, wie der jetzt da anzieht. Man ist wirklich ganz normal vorbei, wie auf einem ganz großen Motorrad. Ja, und das ist für mich ein zweischneidiges Schwert. Also, man darf das Motorrad ab 16 fahren. Man darf das Motorrad fahren, wenn man älter ist und einen Führerschein, einen Autoführerschein quasi ab 1. April 1980 gemacht hat. Hätte ich einen Sohn mit 16, würde ich, glaube ich, ihm das Motorrad nicht geben. Ich würde sagen, hier eine 125er darfst fahren, kein Problem, aber das Teil wäre mir für meinen Sohn zu schnell. Aus dem einfachen Grund, ich weiß, wie ich damals gefahren bin. Im Nachhinein könnte mir heute noch der Führerschein genommen. Ja, Schutzengel habe ich mehr als oft brauchen können. Und ich bin froh, dass ich immer noch in einem Stück da sitze und jetzt hier moderieren kann. Das ist nicht selbstverständlich gewesen, so wie ich damals gefahren bin. Und ich denke, dass ein 16-Jähriger mit dieser Leistung vielleicht nicht überfordert ist, weil er nicht damit zurechtkommt, rein körperlich und rein von der Leistung her. Aber einfach, ich glaube, dass die wenigsten sich so weit zusammenreißen könnten, um das Ding so zu fahren wie ein 125er. Auch wenn ich jetzt hier bestimmt einige negative Kommentare kriegen werde, kann schon sein, aber es ist meine Meinung. Auch ein älterer Fahrer, der dann diesen Autoführerschein hat vor 1980, wenn der sich sowas kauft, ist es das Problem, dass er das nicht gewohnt ist. Ein 125er darf er fahren, das ja, sieht man ja öfter, aber so ein Teil als 125er zu fahren, als ungeübter oder als Autofahrer und als ungeübter Motorradfahrer, uiuiui. Da glaube ich, wird es ein paar Mal scheppern. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Gesetzesgeber das irgendwann mal mitkriegt. Und ich glaube sogar, dass er das früher oder später ändern wird. Leider eigentlich. Ja, weil es macht schon Laune. Ich meine, das Motorrad kostet über 15.500 Euro. Es ist natürlich für eine, in Anführungszeichen, 125er elend zu viel. Wenn man jetzt aber rechnet, man kann damit ein ganz normales Motorrad ersetzen. Ich habe sie noch nicht probiert im Zwei-Betrieb oder im Zweimann-Betrieb, aber von der Leistung her ist genug da, dass er trotzdem den zweiten Mann oder hinten halt den Sozius locker auch bergauf ausgleichen kann. Es ist keine Tausender, es ist keine 900er und es ist auch keine 750er, aber im Mittelklassebereich. Also ich selber fahre ja zum Beispiel eine CB400N mit 44 PS, die hat gegen die Zero null Chancen. Meine Frau fährt die 650er Honda mit 95 PS, kommt ganz nah hin. Also man muss zwar mit der 650er immer schalten, dass man im optimalen Bereich ist, das braucht man hier nicht. Du brauchst dann einfach bloß Gas geben und bist vorbei. Und mit der 650er musst du erst mal dreimal runterschalten, dass du am dritten bist und dann reißt auf und dann ist bei 10.000 dann optimal, dann zieht sie richtig an. Da bin ich mit der Zero schon zweimal vorbei. Also, zweischneidiges Schwert. Ich selber finde es ganz, ganz toll. Ist echt auch für mich zum Überlegen, brauche ich wirklich meine MT-01 mit 1700 Kubik und 90 PS? Brauche ich die? Oh, gute Frage. Das wäre für mich eine sehr gute Alternative für meinen ersten Motorrad. Muss ich ganz ehrlich sagen. Preis ist natürlich die Frage. 15,8 oder so, glaube oder 15,5 plus nochmal über 2.500 Euro für den Schnelllader, den man da oben an diesem Boppel sieht. Das ist ein 6 kW Lader. Da kannst du halt an die Wallbox oder an die Ladestationen hinfahren und laden. Ja, macht es Sinn? Muss man sich überlegen. Das sind trotzdem 2.600 Euro. Und aber als Motorrad selber und sowieso in dieser Klasse unschlagbar. Wenn du 16 Jahre bist und wenn du genug Geld hast, du kannst das Ding auch nach 18 auch noch fahren, das ist überhaupt kein Problem,
dann ist es die schnellste Möglichkeit, wie du unterwegs sein kannst, ja, als 16-Jähriger. Irre, du lachst deine Kumpels, die alle die 125 haben, du lachst die aus, das ist nicht mehr normal. Bevor sie dich auslachen, weil du über 15.000 Euro für eine 125 gezahlt hast. Das ja eigentlich gar keine ist. Das war es jetzt erst einmal. Ich glaube, kommen wir zum Fazit. Da steht er nun, der kleine Lümmel. So klein und unscheinbar und hat mich trotzdem so geflasht. Kommen wir zu den Daten. Der Preis, ja, der haut einen schon um, 15.880 Euro. Der 6 Kilowatt Schnelllader kostet nochmal 2.623 Euro extra. Ja, ich weiß. Mehr sage ich nicht. Deswegen machen es viele nicht, weil es einfach ein Höllenpreis ist. Höchstgeschwindigkeit 139 Stundenkilometer abgeregelt, Gewicht 142 Kilo leer. Was das heißt, weiß ich nicht, weil vollgetankt wiegt sie genauso. Reichweite sind 143 Kilometer, steht drin in der Stadt. Ich habe aber diese 143, wenn ich grob so rechne, auf der Überland auch geschafft, wobei ich halt immer verhältnismäßig easy fahre. Sitzhöhe 807 cm. Man sieht hier meinen filigranen Körper auf dem kleinen Motorrad und es kann froh sein, dass es noch steht. Ja, aber bequem Platz gehabt. 1,5 Kilowatt Lader in Verbindung mit dem 6 Kilowatt Lader kann man gleichzeitig dann 7,5 Kilowatt laden, was im Endeffekt ungefähr 2 Stunden dauert, dann ist das Ding wieder restlos voll. 5 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung, das heißt auf dem Akku. Und man sollte eigentlich damit sehr, sehr gut auch zurechtkommen. Was es jetzt bedeutet, einen Akku länger zu fahren mit mehr Kilometer, da kommt jetzt mal von mir jetzt dem nächsten Video, weil mein Auto mittlerweile schon 3 Jahre alt ist, hat drauf fast 43.000 Kilometer und ich will mal den Zustand von der Batterie anschauen, wobei ich den nicht durchmesse, sondern einfach nur anhand von der Reichweite, wenn er voll ist, mal davon ausgehen, dass er noch in Ordnung ist. Weil wenn man sagt, die halten nicht so lange, die Batterien, das ist eigentlich alles Humbug. Genau. Man sieht hier natürlich, Scheibenbremsen ist klar. Das ist, ich glaube, Alu-Schwinge. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, dahinter sieht man den Motor, da kann man hier Schmuckelware reinstecken, ebenso wie im Rahmen selber. Ich bin mal die große DSR gefahren und da war in dem kleinen Fach im Endeffekt der Kaltgerätestecker drin zum Laden, also auch perfekt. Mein Fazit eigentlich erst einmal für mich selber, the king of 125er, the king of Mittelklasse-Motorrad, was die Leistung betrifft. Von der Größe her mehr als ausreichend. Hat für mich eigentlich alles, was es braucht. Für mich allerdings auch ein ganz, ganz großer Nachteil ist nicht die Reichweite, sondern eigentlich der Preis. Das wird für viele im Endeffekt abschreckend sein. Ein 16-Jähriger, Glück für den, der sich das leisten könnte. Ich habe es mit 16 nicht. Ich habe mit 16 meine Herkules gekauft, die hat damals 3.000 Mark kostet und das war für mich ein Heidengold. Und ich glaube, dass heute auch nicht jeder 16.000 Euro übrig hat, dass er auf die Schnelle so ein Motorrad einfach kauft. Wobei man sagen muss, das Motorrad kann man auch länger behalten, weil selbst mit 18 ist das Ding fahrbar, gut fahrbar. Man kann natürlich auch dann, wenn der Führerschein vor 1980, 1. April 1980 gemacht worden ist, eigentlich als Umsteiger dann auch so ein Teil fahren, wobei ich ganz persönlich sogar den Zeigefinger heben muss, mache ich ungern, aber das muss ich und sagen, wenn er sowas macht, dann fahrt er mit. Vorsichtig, weil das Teil für einen ungeübten Fahrer, der zieht euch die Arme lang. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Das war's. Ich bedanke mich für das Interesse. Ich wünsche euch nur viel Spaß. Vielleicht sieht man sich mal on the road und es werden jetzt demnächst noch ein paar Zweirad-Videos kommen. Wenn du bis zum Schluss durchgehalten hast, ich gratuliere dir. Servus, Herr Glocker, euer Volker.